herzlich willkommen zu Wetter und Gesundheit in Rheinland-Pfalz. Mein Wetterbericht kommt heute von der Ostsee, Nähe Warnemünde. Da können Sie gleich hinter mir einen Blick mal auf das Meer werfen. Das ist heute alles ruhig, der Himmel ist allerdings bedeckt und daher sind auch kaum Leute am Strand. Obwohl ja das Spazierengehen am Strand auch sehr gesund ist, wegen der Salzaerosole. Wir haben schon August und das ist immerhin schon der letzte Sommermonat. Und wenn wir zurückblicken auf den Monat Juli, dann war der schon sehr durchwachsen. Hatte zwar sommerlichen Charakter, war aber geprägt durch häufige Gewitter und teilweise dann auch mit kräftigen Regenfällen und auch teilweise war Hagel dabei. Es war insgesamt leicht zu warm, wenn wir das mit der Periode, schon mit der späteren Periode 91 bis 2020 vergleichen. In Rheinland-Pfalz war es ebenfalls leicht zu warm und dort gab es aber immerhin in der Pfalz und am Oberrhein 20 bis 24 Sommertage, also Temperaturen von 25 Grad und mehr. Abseits davon waren es ein paar Tage weniger, aber der Charakter war schon insgesamt sehr sommerlich, allerdings immer wieder unterbrochen von teilweise kräftigen Regenschauern und auch Gewittern. Die Regenbilanz, die fiel positiv aus, was sicherlich nicht jedem gefallen hat, aber für die Natur war es schon sehr gut. Es geht wechselhaft weiter, heute am Samstag auf jeden Fall auch zum Nachmittag hin, Abend hin wieder einige Schauer und Gewitter können auch mal wieder etwas stärker ausfallen. Und morgen ist dann Wetterberuhigung angesagt, vereinzelte Schauer vielleicht noch, aber insgesamt sonst trocken. Montag ein trockener Tag und Dienstag auch Durchzug einiger Wolkenfelder, aber sommerlich der Charakter. Und vor allen Dingen am Dienstag auch wieder heiß, Temperaturen sogar dann über 30 Grad, also wieder hochsommerlich. Bevor dann am Mittwoch die nächste Kaltfront durchzieht, wieder mit kräftigen Gewittern und dann beruhigt sich das Wetter wieder und wahrscheinlich Richtung Wochenende dann die nächsten Gewitter, die dann wieder für leichte Abkühlung sorgen und ja, das ist soweit der Ausblick, soweit man das eben heute beurteilen kann. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Gebe weiter an Dr. Gerhard und der wird sich ja heute wieder mit den Füßen beschäftigen. Da fällt mir ein, soweit die Füße tragen, Dom. Ja, wir wollten uns ja heute beschäftigen mit der Fußpflege oder Fußhygiene, ist egal. Fangen wir mal an mit dem Fußpilz oder auch Nagelpilz. Der Fuß kann nur betroffen sein, der Nagel kann nur betroffen sein oder eben beides. Fängt meistens so zwischen den Zehen an. Wenn es da juckt und die Haut sich schuppt und gerötet ist, dann kann das ein Fußpilz sein. Der muss auch behandelt werden, weil man sonst ja anfängt zu kratzen und dann können sich da noch Bakterien absiedeln und das kann dann eine richtige Infektion geben. Ja? Deswegen in die Apotheke gehen und sich die entsprechenden Mittel besorgen. Wenn es alles nicht hilft, dann den Arzt befragen. Einige allgemeine Tipps, also da ist zunächst mal Badeschuhe tragen im Schwimmbad, natürlich nicht im Wasser, aber sonst am Beckenrand und so. Dann auch im Hotelzimmer, der Teppichboden ist eine ganz große Quelle von Fußpilz. Dann die Füße immer gut abtrocknen, auch zwischen den Zehen, das wird oft vergessen. Und für ein gutes Fußklima sorgen, gerade wenn man Schweißfüße hat. Das heißt, Socken tragen, die man auch gut bei 60 Grad waschen kann, öfters wechseln, dann die Füße auch natürlich öfters baden, Fußbad nehmen und einfach immer sorgen, Schuhwerk, atmungsaktiv. Also man muss sich dann, wenn man wirklich Schweißfüße hat, muss man sich sehr, sehr, sehr um seine Füße kümmern. Dann auch im Winter atmungsaktive Schuhe tragen, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und habe ich schon gesagt, wiederhole es nochmal, Antipilzmittel gibt es rezeptfrei in der Apotheke. Wenn das aber alles nichts hilft, dann muss man zum Hausarzt gehen, zum Hautarzt gehen. Manchmal muss man dann auch ein Antipilzmittel schlucken.
Die Fußnägel, das ist auch so etwas, die sollte man nicht die Kanten nach unten schneiden, dann wächst nämlich der Zehennagel leicht ein, sondern man soll die Fußnägel mit dem Nagelknipser schneiden, gerade abschneiden, damit eben die Kanten nicht einwachsen können. Hornhaut gibt es ja auch bei vielen, da macht man am besten einen Fußbad, trocknet die Füße ab und dann ganz mit einem Bimsstein ganz sanft abreiben, immer wieder Abend für Abend, bis das ganze Problem gelöst ist und anschließend eincremen. Ja, das ist also so etwas zu den Füßen, das kann man machen. Und jetzt sind wir ja im Sommer, da gibt es noch einen extra Tipp, der ist im Winter nicht so. Öfters auch mal barfuß laufen. Das ist also auch sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Und ältere Leute, das habe ich auch öfters, die nicht mehr so gut sehen, da sollten wir dann wirklich auch mal in den Geldbeutel greifen und sagen, lass mal die Fußpflegerin kommen. Wenn das ein diabetischer Fuß ist, also Veränderungen durch Diabetes, dann wird das auch von den Krankenkassen bezahlt. Aber viele Leute haben eben auch die Zehennägel, die krumm wachsen, sich rollen, einwachsen, die Hornhaut. Und da muss dann eben eine gute Fußpflegerin ran. Wenn man das mal im Griff hat, muss das gar nicht so oft gemacht werden. Okay, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche mit schönem Wetter. Es bleibt ja wechselhaft. So verkehrt ist das ja gar nicht. Ja? Wir können den Regen können wir ja genauso gut gebrauchen. Also, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund. Tschüss.